Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart. Ich würde nochmal speichern. Ich habe nicht genug speichern. Ich glaube, wir sind jetzt in diesem WDNH. Ich habe es jetzt noch nicht direkt herausgefunden. Wie kann ich dir helfen? Ich muss in die Ausstellung. Wie öffne ich die Tür? Das kann werden. Ein Multischlüssel. Fehler. Multischlüssel nicht gefunden. Alle Tereshkova-Modelle können ihre Zeigefinger in Schlüssel transformieren. Das gehört zu ihrem Grundfunktion. Du hast wohl deinen Multischlüssel verloren. Meine Vorderaugen wurden von diesen Rabauken abgerissen. Fehler. Erforderlicher Manipulationsmodus fehlt. Aufschließung konnte nicht abgeführt werden. Also gut. Wo könnte sie ihre Hände verloren haben? Du solltest dich hier mal umsehen. Mhm. Anscheinend da drin. Was nun? Eine Ewigkeit auf diesen Schrotthaufen starren? Die hinterhältige Maschine, die mich getötet hat? Ja. Bestimmt ein Scheißgefühl. Noch schlimmer ist, wie ich mich jetzt fühle. Ich bin angepisst, wuterfüllt und das gefällt mir gar nicht. Ich bin doch ein ausgeglichener Mann, ein friedlicher Mann. Es hieß, dass die Roboter uns ersetzen würden. Also als Arbeitskräfte. Und das haben sie auch getan, indem sie uns alle abschlachteten. Davon hatte keiner was gesagt. Mhm. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur wegdösen. Okay. Oh Gott, warum komme ich hier nicht weg? Danke. Komm hier nicht weg! Ich will dich nicht angucken. Okay, da haben wir ihn. Hat ein bisschen gedauert. Die sind ein bisschen tricky. Und fett. Tricky und fett. So. Dann looten wir mal hier alles. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den hätten töten müssen. Aber, weil er war ja uns gegenüber jetzt eigentlich friedlich. Aber ich wollte es tun. Es wäre nur unfair dem toten Mann gegenüber, wenn wir schon hier sind und seinen Tod nicht rächen könnten. So, wir haben WDNH, Pressesprecher, Tereshkova 10, Plakate. Mhm. Dringende Korrektur. In der Broschüre ist ein Fehler, alles klar. Was nun? Eine Ewigkeit auf diesen Schrotthaufen starten? Ja, okay. Okay, ja, viel Spaß beim Wegdösen. Wir gehen mal auf Armsuche. Hast du einen Arm gesehen? Nein. Überall Leichen. Hm. Ist doch lustig. Oh. Hat sich hier drin versteckt und wurde wahrscheinlich trotzdem umgebracht. Apropos versteckt. Da hat es auch jemand versucht. Und da ist Tereshkovas Arm. Was macht dieser Metallperversling damit? Das ist eine Roboterbedienung. Ja, und sie bedient die Menschen, die sie getötet hat. Ich werde diesen verdammten Roboter zertrümmern. Der Roboter ist derzeit nicht feindselig. Wir sollten uns den Arm kampflos nehmen können. Nö. Oh Gott. Alter. Alter.
Okay, ich habe das Gefühl, dass die Pistole nicht wirklich was bringt. So langsam. Ah, und ich habe das nicht installiert. Verdammt! Okay. Doof. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, die umzubringen. Wenn sie uns nicht angreifen, aber man weiß nie. Könnte ja sein, dass sie uns dann im Hinterhalt umbringen. Deswegen Vorsicht anstatt Nachsicht. So, ich loot hier alles. Esst ihr auch brav auf, meine Freunde. Oh. Hallo. Haben wir den Abend jetzt schon eingesagt? Oh ja. Tatsache. Oh, was haben wir hier drüben denn noch? Besucher. Wunschtest. Neuer Wunschtest. Nochmal zu unseren Besuchern. WDNCH-Entwurf. Aha, okay. Pistolenkugeln okay, haben wir keine mehr. Das ist schon mal super. Höchste Zeit, dass wir herauskommen. In der Tat. Ja. Die RF9-Einheit dürfte aber wenig begeistert sein. Ah, dann war das vorher der Raum, wo wir... Mann, das sind mal dicke Kugeln. Dieser Kronleuchter erinnert mich an eine DNS-Doppelhelix. Ich will lieber nicht wissen, woran er dich erinnert, Major. Hey, glaubst du, ich weiß nicht, wie DNS aussieht? Ich würde... Wie geht das? Halt ihn an meine Neurosensor-Kontakte. Multischlüssel aktiviert. Lecker. Alles klar. Und jetzt? Hallo. Ich hätte gerne ein Zimmer. Danke, dass du mir geholfen hast. Ohne Schlüssel fühlte es sich an, als würde mir ein Glied fehlen. Einen Moment bitte. Haben wir sie repariert oder beschädigt? Tereshkovas sind modernste Modelle mit Selbstreparatursystemen. Eine berühmte Schauspielerin und Kosmonautin diente ihnen als Vorbild. Ach, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Ja. Viel besser. Wenn du erlaubst, halte ich jetzt eine Rede. Nein. Seid gegrüßt, Genossinnen und Genossen. Willkommen im sowjetischen Ausstellungszentrum. Was soll der Scheiß? Welche Rede? Du spazierst an Leichenhaufen vorbei. Überall ist Blut. Und du willst eine Ansprache halten? Meine Algorithmen sind von Grauen erfüllt. Mir fehlen jedoch die nötigen sprachlichen und visuellen Mittel, um Furcht, Entsetzen und andere negative Emotionen auszudrücken. Furcht, ich wurde Entsetzen. Erschaffen, um immer positiv und optimistisch zu bleiben. Die groteske Diskrepanz zwischen meinem Verhalten und der grauenhaften Umgebung widert mich an. Aber ich kann nichts dagegen tun. Super. Verstehe. Damit konnte wohl niemand rechnen. Also, Roboter, versetzt das WDNH in den Drillmodus. Drillmodus? Das würde noch stärkere Aggressionen der passiven und physischen Sicherheitssysteme auslösen. Dies könnte dich gefährden und zum Tod von Überlebenden führen, sofern es noch welche gibt. Ja, eben, sofern es noch welche gibt. Aber das hier ist der reinste Friedhof. Jetzt tu endlich, was ich dir sage, Roboter. Du hast mir einen seltsamen Befehl gegeben. Alle Menschen im Komplex wurden von Robotern getötet, doch du bist unversehrt. Das ist verdächtig. Beweise, dass du ein Mensch bist. Ich werde nicht den Befehlen eines Roboters folgen, der sich als Mensch ausgibt. Toll. Und wie bitte soll ich das tun? Mir die Adern aufschlitzen? Du musst den Darwin-Test bestehen, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist. Ein was? Welcher Test? Wie wär's, wenn ich dir stattdessen den Kopf abreiße? Ohne ihre Hilfe wird es zu lange dauern, den Drillmodus zu aktivieren. Ich kann diese Information bestätigen. Meinetwegen. Dann mache ich halt deinen verdammten Darwin-Test. Was soll ich also tun? Beweise, dass du ein Mensch bist, Pionier Nechayev.
Lege 3 Gegenstände auf dieses Podest, welche die 3 wichtigsten Werte eines Sowjetbürgers repräsentieren. Kunst, Arbeit, Leben. Schöne Scheiße. Jetzt muss ich mich mit noch einem Schloss rumärgern. Ich bin der reinste Magnet für nervigen Scheiß. Okay. Was ist das hier drüben? Oh. Wie kriege ich denn das? Finde die Sprosse? Es ist schon komisch, aber die Tereshkova liebt sie, obwohl sie ein Roboter ist. Blumen, gib ihr Blumen. Gut, wir geben der Frau Blumen. Macht Sinn. Hallo Nora. Bitte Vorgang auswählen. Ich gehe mal ins Lager und nehme nochmal. Ja, komm, jetzt nehme ich nochmal eine kleine mit. Geht nicht anders. Verbesserungen. Können wir denn wieder was verbessern? Ja. Zielvorrichtung nicht. Kalasch könnten wir auch verbessern. Außer das Magazin. Die PM könnten wir auch verbessern vielleicht. Nein. Ja, weiß ich nicht. Verringert den Verbrauch der Kartuschen. Ja, komm. Ja, komm, das machen wir auch mal. Ach, wir können einfach weiter verbessern. Interessant. Davon haben wir jetzt nichts. Ich wollte jetzt generell mal die PM ein bisschen mehr ausrichten. Ausrichten. Die machen wir auch höher. Okay, das haben wir. Okay, Heft. Aha, aha, aha. Karte. Testgelände 2, okay. Gut. Das haben wir. Was haben wir denn hier drüben? Dürfen wir nicht rein. Danke. Stimme. Glaube ich, weiß, was mit Stimme gemeint ist. Ich habe da ein paar Fragen. Natürlich, Major. Ich kann dir etwas über die 4 Ebenen der Ausstellung. Ich bin stets. Okay. Also, wir sehen Sie. Ja. Pass einfach auf deine Finger. Der Hammer ist des Arbeiters Freund. Die Sichel des Bauern Werkzeug. Der fünfzackige Stern wird von ihnen geehrt. Sie verteidigen ihn ungebeugt. Mhm. Bitte sehr. Etwas Lebendigeres wirst du hier nicht finden. Da hast du leider recht. Frühling, süßer Hymne, wohin auch du dich begibst, ich liebe dich, Leben, und kann nur hoffen, dass du auch mich liebst. Halt den Rand, du durchgeknallter Toaster. Es tut mir leid, aber das ganze Chaos hat meine Gefühlsalgorithmen durcheinander gebracht. Ich bringe dir gleich was anderes durcheinander. Der Kurs ist aus dem durch uns. Mhm, verstehe. Thank you.
Aha. Okay. Da ist ein Radio. Das würde ich gern benutzen. Arbeit mit Kindern. Okay. Ah, warte mal. Warum darf ich das Radio hier... Ich frage einfach nicht. Also, nochmal von vorn. Ja, ich... Wie wär's mit einem... Radio der Zukunft. Erstaunliche Musik, die auf Basis der Vorlieben und Tendenzen moderner Künstler von einem hochmodernen Quantensuperrechner erzeugt wird. Laut der Relativitätstheorie sind das die Lieder, welche die Bürger der Zukunft hören werden. Aber die heutigen Bürger können sie bereits hören. Bedeutet das nicht, dass es dann die Musik der Vergangenheit sein wird? Und in 30 Jahren wird niemand diese Musik schreiben, weil es sie schon gibt. Die Musik der Zukunft könnte sich ständig ändern. Gut aufgepasst. Du hast ein Zeitparadoxon entdeckt. Wie aufmerksam. Die Musik der Zukunft prägt den Musikstil in der Gegenwart. Aber die Superposition des Betrachters und die wahrgenommenen Informationen befinden sich in einer selbstkonsistenten Schleife. Um es für Laien verständlich zu machen, wir hören immer die Musik der Zukunft und bestimmen gleichzeitig, was sie sein wird. Oh, scheiße. Wenn das für Laien verständlich sein soll, möchte ich nicht die komplizierte Erklärung hören. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Pionier Nechayev, so. Du hast den Darwin-Test mit Bravour bestanden. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ein Kosmonaut. Was für eine schöne Berufswahl. Ich würde... Ja. Nun, ich habe deine Aufmerksamkeit genossen, Major. Kann ich dir helfen? Ist dein Speicher undicht oder was? Ich muss einen Drill ausrufen und das WDNH in den Drillmodus versetzen. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Warum denn der scheiß Test? Du willst mich doch verarschen! Aber ich weiß eine Lösung für dein Problem. Ein einzelner Roboter kann den Militärdrillmodus nicht auslösen. Dafür ist die Anwesenheit von zwei Robotern erforderlich. Na super, und wo finde ich ein weiteres Metall-Arschloch? Vor diesem schrecklichen Albtraum war der Informationsraum mit zwei Robotern besetzt. Aber die Amokläufer haben meine Partnerin... Meinst du da draußen? ...zerlegt. Wurden dabei ihre Einzelteile über den ganzen Komplex verstreut? Genau. Woher weißt du das, lieber Genosse? Nur so eine Ahnung. Muss ich jetzt den gesamten WDNH nach ihren Teilen absuchen? Stecke das Verwaltungskontrolllaufwerk in mich, damit ich dir sagen kann, wo ich die will Einzelteile gar nichts der in dich stecken. Gerade sind. Das ist jedenfalls besser, als wahllos herumzusuchen. Wo ist das Verwaltungskontrolllaufwerk? Mir läuft die Zeit davon. Bitte folge mir. Jetzt müssen wir die halbe... Die Roboter müssen völlig den Verstand verloren haben. Ja, komm. Beweg dich. Mhm. Ich würde da gerne rein. Glaube ich aber nicht. Ich hoffe, das ist ein leerer oder nicht existenter Roboter. Ach nö. Waldarbeitern und Ersthelfern beizustehen. Aber du, wie benutzt du die Arme, die dir dein Schöpfer gegeben hat? Wie ein wildes Tier, um zu zerstören und zu zerstückeln. Kannst du bitte weiterlaufen? Oh, so sieht der nackt aus. Der da steht nur splitternackt herum, als wäre nichts dabei. Schämst du dich nicht? Deinen Iridium-Verdichter zu entblößen, Roboter? Dir ist schon klar, dass er sich das nicht selbst angetan hat, oder? Glaube nicht. Ich glaube, ihr ist nichts mehr klar. Was für eine Unordnung!
Und wer wird sich wohl ums Aufräumen kümmern? Ich sollte sofort die Reinigungsroboter entsenden. Aber halt, die haben ja diesen Schlamassel angerichtet. Ich bin heute so durcheinander. Je, das ist widerlich. Ach, jetzt kommen. Ich Menschen beneide. Ihr könnt einfach eine Klinge ergreifen und diesen schrecklichen Schnurrbart abrasieren. Aber du bist nicht mal eine Maschine. Du bist nur eine Nachahmung, eine Karikatur, ein Teil der Laboreinrichtung. Entschuldige den Ausbruch. Es ist nur so, dass einer von ihnen versucht hatte. Aber wechseln wir das Thema. Ich will's nicht wissen. Ich will nicht wissen, was der versucht hat. Es gibt eine Vielzahl von Laborrobotern. Die schwarzen Modelle erwiesen sich als besonders tückisch. Sie benutzten ihren eingebauten Entfernungsmesserlaser, um Menschen aus der Ferne abzuschießen. Wie konnte es nur dazu kommen? Ja, wie nur? Die Spezialisierung der schwarzen Laborroboter hängt von der Software ab, die in ihre eigens angefertigte kinetisch-skalare Neurogel-Kapsel kodiert wurde. Du kannst sie bei einem der besiegten schwarzen Laborroboter erbeuten, sofern seine Kapsel noch intakt ist. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Du bist eine Assistentin, Tereshkova, also rede gefälligst wie ein Mensch. Schockierend! Du hast keinen Anstand. Du hast vielleicht schon Nora gesehen, den monströsen Fabrikator, der Menschen unter unvorstellbaren Qualen zu Tode foltert. Es schmerzt meine Algorithmen, dich in ihre blutigen Fänge schicken zu müssen. Aber es geht nicht anders. Sie ist die Einzige, die diese Kapsel dazu nutzen kann, um deine Waffen zu verbessern. Ja, ja, beweg deinen Arsch, Tereshkova. Wir haben es eilig. Ich wollte gerade sagen. Drolligste, knuffigste kleine Junge? Du natürlich, du kleiner Schussel. Selbst im Kampfmodus greifst du keine Menschen an, weil du so ein Schnuckelchen bist. Habe ich nicht recht? Sagt das der Gruppe Menschen, die er versucht hat zu servieren? Freizeit. Hier, Genosse. Das Verwaltungskontrolllaufwerk sollte an diesem Stand sein. Bitte stell eine Verbindung her. Okay, und wie? Versuch bitte vorsichtig zu sein, Genosse Major. Ich habe höchst empfindliche Innereien. Oh, was hat da geknackt? Entspann dich, das waren nur meine Gelenke. What the fuck? What the fuck? Fertig, passt alles. Verwaltungskontrollrechte erfolgreich erteilt. Und jetzt? Ich öffne die Tür zum Atrium für dich. Durchsuch jede Ebene und finde meine arme Claire. Ich bleibe mit dir in Funkkontakt. Mhm. Sobald du eine Ebene erreicht hast, scanne ich sie, um die Einzelteile zu finden. Die meisten sind im Erdgeschoss. Bitte setz Claire wieder zusammen. Kriegen wir schon bestimmt irgendwie hin. Jetzt. Jetzt darf ich hier rein. Ha, ich wollte mich speichern. So. Dann gucken wir mal. Elektro brauchen wir nicht. Brauchsgegenstände brauchen wir auch nicht bauen. Ich würde noch eine davon mitnehmen. Davon. Und hier. Eine kleine nehme ich auch noch mit. So. Dann speichere ich und bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Auch. Oh Gott. Oh Gott. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.